Hallo und willkommen zu einem weiteren Video aus unserer Reihe Research Snacks Religion and Education, mit der wir kurze Einblicke in Forschungen zum Bereich Religion und Bildung ermöglichen wollen. Heute soll es um konfessionell kooperativen Religionsunterricht gehen und was in einer Studie, die wir durchgeführt haben, bayerische Religionslehrkräfte dazu sagen. Was ist konfessionell kooperativer Religionsunterricht? Naja, es hat in den letzten 30, 40 Jahren Entwicklungen gegeben in Deutschland, dass die Konfessionen stärker zueinander gefunden haben, dass die Unterschiede nicht mehr ganz so ausgeprägt sind, auch wenn sie nach wie vor vorhanden sind. Dann gibt es auch an der Schule weitere Entwicklungen, dass die Gruppen des evangelischen oder katholischen Religionsunterrichts immer kleiner geworden sind, vor allem in solchen Landesteilen, wo es die eine Konfession vielleicht nur in der Minderheit gibt. Also solche Entwicklungen haben dazu beigetragen, dass die beiden großen Konfessionen, evangelisch-katholisch, mehr zusammengearbeitet haben. Und das betrifft vor allem bestimmte Bundesländer. Ich möchte drei exemplarisch mit Ihnen gemeinsam genauer anschauen. In Niedersachsen ist der konfessionell kooperative Religionsunterricht seit 1998 möglich, in Baden-Württemberg seit 2005 und in Nordrhein-Westfalen seit 2018. In allen drei Bundesländern gab es umfangreiche wissenschaftliche Evaluationsstudien und so unterschiedlich die Ergebnisse im Einzelnen sein mögen, gibt es doch gemeinsame Tendenzen, die sich auch gemeinsam darstellen lassen. Nämlich zunächst alle beteiligten Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Schulleitungen sprechen sich mehrheitlich für den konfessionell kooperativen Religionsunterricht aus. Unterschiede zwischen evangelisch und katholisch werden dabei nicht nivelliert, sondern im Dialog werden sie eher sichtbar gemacht und werden aber auch toleriert, akzeptiert. Also dieser Religionsunterricht trägt eben auch zur dialogischen Auseinandersetzung und zur Toleranz bei. Und das Motto, das für den konfessionell kooperativen Religionsunterricht charakteristisch ist, Gemeinsamkeiten stärken, Unterschieden gerecht werden, kann weitgehend umgesetzt werden. Ja, nun aber die Frage, wie ist es eigentlich in Bayern? In Bayern haben wir bislang keine feste Regelung, dass Religionsunterricht konfessionsübergreifend, konfessionell kooperativ in einem ganzen Jahrgang durchgeführt werden kann. Es können einzelne Projekte gemacht werden, kann phasenweise kooperiert werden. Und seit kurzem gibt es einen Modellversuch, bei dem Schülerinnen und Schüler, gerade wenn sie in der Minderheit sind an ihrer Schule, in ihrer Konfession, am anderskonfessionellen Religionsunterricht mit Gaststatus teilnehmen können. Die ersten Evaluationen, die wir dazu haben, sind recht vielversprechend. Das ist ein erster Schritt auf jeden Fall in Richtung konfessionelle Kooperation. Grundsätzlich ist es aber sicher hilfreich zu wissen, wie die bayerischen Religionslehrerinnen und Religionslehrer über konfessionelle Kooperation grundsätzlich denken, inwieweit sie sich so etwas wünschen oder auch nicht. Das haben wir versucht herauszubekommen in unserer Umfrage, die in diesem Buch veröffentlicht worden ist. 850 evangelische Religionslehrkräfte haben wir befragt, neben staatlichen auch kirchliche. Und zu beachten ist, dass der Befragungszeitraum schon vor der Corona-Pandemie war, aber ich denke, es ist trotzdem aufschlussreich. Wir haben gefragt, wie sieht für Sie idealerweise der Religionsunterricht der Zukunft aus? So würde ich arbeiten wollen und wir haben hier die Prozentwerte für ausgesprochen gern oder eher gern. Sie sehen hier schon, am häufigsten angewählt wurde konfessionell getrennter Religionsunterricht, also wie bisher, aber mit regelmäßigen Phasen der Kooperation mit anderen Fächern. Also die Lehrkräfte wünschen sich mehr Kooperation, wenn auch nicht einen direkt konfessionell kooperativen Religionsunterricht. Ich habe hier extra nochmal eine eigene Spalte gemacht für die staatlichen Religionslehrkräfte, weil man da ja vermuten könnte, dass die noch ein bisschen anders ticken als die kirchlichen. Aber Sie sehen, hier gibt es jetzt gerade keine großen Unterschiede und auch bei den anderen Prozentwerten nur graduelle. Ja, am zweithäufigsten angewählt wurde konfessioneller Religionsunterricht wie bisher. Offensichtlich ist der konfessionelle Religionsunterricht in Bayern nach wie vor sehr zustimmungsfähig unter den Religionslehrkräften.
Und Sie sehen die zwei Optionen, die eigentlich den konfessionell kooperativen Religionsunterricht beschreiben, nämlich einmal das Unterrichten evangelische und katholische Lehrpersonen in dem Teamteaching bekommt noch etwas mehr Prozente als der ökumenische Religionsunterricht, in dem eine evangelische oder katholische Lehrkraft eine gemischt konfessionelle Gruppe unterrichtet. Immerhin sind aber 40%, 30% Zustimmung ja doch auch ein erheblicher Anteil, und das zeigt schon, dass die bayerischen Religionslehrkräfte, jedenfalls einige von ihnen, da durchaus offen dafür wären. Weniger Offenheit besteht für einen religionsgründlichen Religionsunterricht für alle im Klassenverband und noch weniger für religiöse Bildung als fächerübergreifende Aufgabe. Nochmal zum Vergleich. In Niedersachsen, nach einer aktuellen Studie, die in diesem Jahr noch erscheinen wird, lehnen 68% der befragten Lehrkräfte eine Differenzierung der Schülerinnen und Schüler nach Konfessionen ab. Also lehnen einen konfessionellen Religionsunterricht ab. Das zeigt schon, dass niedersächsische Lehrkräfte das ganz anders sehen als die bayerischen. Und zur Erinnerung, in Niedersachsen gibt es eben konfessionelle Kooperation schon seit 1998. Wir wollten aber auch wissen, welche Kooperationen laufen schon an bayerischen Schulen. Sie sehen hier in dieser Tabelle, da gibt es schon einiges an Kooperationen mit den katholischen Kolleginnen und Kollegen. Am meisten wird zusammengearbeitet im Hinblick auf Schulgottesdienste und religiöse Schulfeiern. Dann Austausch von Arbeitsmaterialien, Unterrichtsideen, immerhin 37%. Am wenigsten tatsächlich zeitlich gemeinsame Unterrichtsphasen, gemeinsamer Unterricht, gemeinsame Unterrichtsprojekte, nur zu 13%. Interessant ist aber auch, dass knapp 10% unserer befragten Religionslehrenden Erfahrungen mit jahrgangsweisen konfessionsübergreifenden Religionsunterricht haben, den es offiziell eigentlich gar nicht geben dürfte, und knapp 9% haben sogar Erfahrungen mit Religionsunterricht im Klassenverband, den es ebenfalls nicht geben dürfte. Weil es uns ein Anliegen ist, die konfessionelle Kooperation in Bayern weiter voranzubringen, haben wir die wissenschaftlichen Religionspädagoginnen und Religionspädagogen auf den evangelischen Lehrstühlen in Bayern eine gemeinsame Stellungnahme verfasst, in der wir Anregungen geben und die Kirchen auch bitten, stärker aufeinander zuzugehen und mehr konfessionelle Kooperation im Religionsunterricht zu ermöglichen. Ja, wir sehen also, unsere Forschungsergebnisse haben gezeigt, die bayerischen Religionslehrkräfte stehen weitgehend hinter dem konfessionellen Religionsunterricht. Allerdings sind sie schon auch bereit, mehr zu kooperieren, wünschen sich Phasen der Kooperation mit anderen Fächern. Also da gibt es gewisses Potenzial für mehr Kooperation, und das ist eben das, was wir in der Stellungnahme der KLT, der Konferenz der an der Lehrerbildung beteiligten Theologinnen und Theologen in Bayern, versucht haben anzuregen, dass es da auch mehr Kooperation geben darf, dass die Kirche, die Kirchen sich da zusammentun, auch in Bayern Vereinbarungen treffen, damit mehr von solchem gemeinsamen Religionsunterricht ermöglicht werden kann. Ich hoffe, das Video war interessant für Sie. Ich würde mich freuen, wenn es Ihnen gefallen hat und Sie mir ein Like da lassen. Und ansonsten freue ich mich, Sie demnächst in einem anderen Video wiederzusehen.